Legion. Okay. Ja, habe ich die große Ehre, heute über Legion reden zu dürfen. Es ist eine unfassbare Ehre. Naja, fangen wir mal an. Der Film beginnt damit, dass unser Erzengel ohne jetzt wirklich wahnsinnig viel Gewand, in einer Seitengasse erwacht und dann kommen alle auf eine Tankstelle. Ich weiß nicht, wieso du dich immer aufdrängen musst. Auf jeden Fall geht's um Engel in dem Film. Weg mit euch. Ja, wenn man Terminator und God's Army kombiniert, dann bekommt man Legion. Aber die ernsthafte Frage ist, warum will man die beiden Filme kombinieren? Warum schaut man sie nicht einfach die beiden Filme an? Das ist eine Frage, die wir uns in den nächsten paar Minuten dann noch öfter stellen werden, weil sie wird sie einfach nur öfter aufdrängen. Wenn wir uns nämlich näher anschauen, ich muss aber eins sagen, ich habe am Anfang wirklich viel, wirklich Schlechtes über Legion gehört und muss sagen, so schlecht fand ich ihn gar nicht. Belanglos, ja. Uninteressant, ja. Hab ihn gern gesehen, na. Aber war er jetzt wirklich so, dass da die Zechennägel einrollt? Eigentlich nicht. Und in erster Linie, ich muss ja sagen, Legion ist einer der Filme, die man, finde ich, unter dem Begriff Big Budget Trash bezeichnen kann. Es ist, wenn ich sage Trash, ist es bitte nie eine Beleidigung. Ich meine Trash eigentlich immer mit diesem liebevollen, ich muss sagen, ich mag Trash-Filme. Ich liebe Trash-Filme, ich bin jemand, der sich von wirklich unfreiwilliger Komik wahnsinnig gerne und wahnsinnig gut unterhalten lässt. Und da gibt's in etwa 3 Minuten in Legion, die unfassbar sind. Also diese eine Szene, wo eine wirklich liebenswerte alte Oma in diese Tankstelle reinkommt, sich dort gemütlich hinsetzt, ganz freundlich schaut, dann langsam anfängt, Leute zu beschimpfen, ihnen Tochen aus dem Hals zu beißen und dann auf der Decke zu krabbeln. Das ist unfassbar. Ja, das ist unfassbar lustig. Das ist einfach lustig. Ja. Das ist eine Szene, die wirklich aus jedem wirklich schlechten Trash-Horror kommen könnte und auch in wirklich jeden schlechten Trash-Horror unterhalten hätte. Gut, wenn wir uns jetzt da denken, es ist ein Kinofilm, wirkt das Ganze natürlich ein bisschen anders. Man muss echt sagen, selbst wenn man sich dieses Coverbild anschaut, da von dem Engel mit einem Messer und mit einem Maschinengewehr, es erinnert wirklich, wirklich viel an den Terminator. Aber gerade die Sachen, die nicht an den Terminator erinnern, sind eigentlich die lustigen Sachen. Auch wie die Plagen inszeniert werden, wenn die Leute im Auto fahren und die Bienen kommen durch die Lüftungsschlitze rein. Das sind eigentlich 10 Sekunden in dem Film, die durchaus eine Atmosphäre aufbauen können. Das sind 10 Sekunden in dem Film, die durchaus wirklich unterhalten können, die durchaus diese Reaktion hervorrufen und nicht diese. Oder, ganz wichtig, nicht diese. Weil das Blöde ist, die letzte Reaktion ist die, die man leider über weite Strecken in dem Film hat. Es ist das Problem, dass einfach wahnsinnig wenig passiert. Das heißt, für einen Film, der 100 Minuten läuft, es gibt die Oma-Szene noch, glaube ich, circa 25 Minuten, die einen dann schon mal aufwecken muss. Wenn der Film nach 25 Minuten schon mal ein bisschen wachrütteln muss, ist das nicht gut. Es ist klar, in den ersten 25 Minuten werden die ganzen Charaktere eingeführt, aber das muss ja nicht heißen,
dass diese 25 Minuten uninteressant sind. Was man dazu braucht, dass diese 25 Minuten nicht uninteressant wären, wären interessante Charaktere. Die gibt es aber leider nicht. Ich meine, es gibt einige bekannte Schauspieler in dem Spiel. Es gibt Paul Bettany, es gibt Charles S. Dutton, es gibt Dennis Quaid. Aber, ich meine, Bettany's Performance ist relativ gelungen. Auch Dennis Quaid ist eigentlich gar nicht schlecht, wobei er nicht unbedingt en par mit seinem Potenzial. Aber es bleibt bei den Charakteren einfach so wenig. Es ist der Aufbau der Handlung, jetzt kurz bevor die Oma reinkommt, gar nicht schlecht. Ja? Gar nicht schlecht, dass die in der Tankstelle sind, dass dann langsam das Fernsehen nicht geht, dass irgendwie sich so eine Endzeitstimmung, sich eine Endzeitstimmung breit macht und man einfach mit den Charakteren gemeinsam nichts weiß. Nichts weiß, was los ist, nichts weiß, was abgeht, und das baut schon ein bisschen eine Spannung auf. Muss man sagen, es ist halt das Problem, dass einen die Charaktere zu dem Zeitpunkt noch ziemlich wurscht sind, weil die 20 Minuten, die der Film vorher die Charaktere eingeführt hat, hat er das nicht wahnsinnig gut gemacht. Die Charaktereinführung ist ziemlich schwach, weil langweilig, weil oberflächlich. Dann kommt das Ganze in Fahrt, und wie dann die Oma-Szene vorbei war, habe ich mir echt gedacht, wow, das könnte lustig werden. Ich meine jetzt nicht lustig in dem Sinne, wie es der Regisseur gerne gehabt hätte, weil ich glaube, der Sinn dieser Oma-Szene war dann doch, das Publikum zu verstören. Das gelingt weniger. Man muss sich diese eine Szene, wo die Oma an der Decke herumkrabbelt, in etwa vorstellen, wie eine Mischung aus Spider-Man und den Golden Girls. Ja, ich hätte es nie geglaubt, dass ihr diesen Satz in eurem Leben noch hören werdet. Aber ja, Spider-Man und Golden Girls im selben Film. Was will man mehr? Mir fällt da schon ein bisschen was ein. Na, aber das ist einfach dann der Aufhänger. Und dann kommt relativ flott diese Plagenszene. Dann kommt die nächste Szene, wo jemand so, der Anführungszeichen, verkehrt gekreuzigt hängt, die auch fast der Atmosphäre aufbauen kann. Und dann bis zum Ende des Films eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Es gibt ein paar Schießereien, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel Sinn machen, die eigentlich dich nur fragen. Es geht um Engel. Es geht um überlegene, um gottgleiche Wesen, die man da schießen kann. Ja, Engel können in diesem Film erschossen werden, können durch sonstige Brutalitäten der Menschen einfach eliminiert werden, was den ganzen Mythos relativ schwächt. Ich meine, es ist klar, Engel sterben selten an Altersschwäche, aber dass man sie mit blauen Bohnen ziemlich schnell in die ewigen Jagdgründe schicken kann, beziehungsweise zurück, es passt irgendwie nicht, weil einfach der Unterschied in dem Film zwischen den Menschen und den Engeln ist in erster Linie, dass die einen Flügel hinten drauf haben. Und die kann ich mir jetzt, wenn ich vier Hände hätte, kann ich mir die ansetzen und so flattern lassen. Das macht mich noch nicht unbedingt zu einer gottgleichen Kreatur. Das ist einfach das Problem. Die Engel an sich sind nicht wirklich glaubwürdig. Die Konflikte sind nicht wirklich glaubwürdig ausgearbeitet. Es passiert den Film hindurch einfach zu wenig, was den Zuschauer mitnimmt und vor allem, was den Zuschauer interessiert. Es ist einfach ein Zuschauen. Es ist ein Zuschauen bei einem Film, der, und das muss ich gestehen, visuell nicht misslungen ist, der visuell wirklich was drauf hat. Ein Film, der eine gelungene Optik hat. Ein Film, der mit Farbfiltern arbeitet, der auf Blu-ray auch
wahnsinnig tolles, detailreiches Bild hat, sehr plastisch wirkt, was eine super Soundkulisse hat. Das heißt, der Film ist im Prinzip Demomaterial für Heimkinofreunde zu einem günstigen Preis. Kann man sich ja durchaus anschauen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, Legion ist unanschaubar, ist fürchterlich. Es ist einfach ein Film, der zwischendurch eingelegt, nebenbei geschaut, ein paar ganz nette Szenen hat, nicht schlecht anzuschauen ist, der optisch was hermacht, der aber vor allem im Bereich der Story versagt, der vor allem im Bereich der des Storytelling versagt, weil einfach es nicht schafft, aus einer an sich wirklich interessanten Geschichte, aus einem an sich wirklich interessanten Ausgangspunkt etwas rauszuholen, dass er einfach nicht schafft, aus der Story etwas zu machen. Und ich muss sagen, ich bin, was Spannung betrifft, eigentlich ein Minimalist. Also einer der großartigsten Serienopener, an die ich mich jetzt erinnern kann, war aus der Serie Jericho, wo jemand in seine Heimatstadt zurückkommt, ganz normal, alltäglich redet, plötzlich geht's Fernsehen nimmer, plötzlich geht's Radio nimmer, dann steigt einer aufs Dach und in weiter Ferne ist ein Atombild. So fängt die Serie an. Das sind die ersten 5 Minuten von Jericho. Und das ist ein Moment, du sitzt gebannt in deinem Sessel, weil du weißt nichts, die Charaktere wissen nichts. Du willst lernen, die Charaktere wollen lernen, alle wollen wissen, was zum Teufel da los ist, was es auf sich hat damit. Und das ist Spannung. Sofort Spannung und leider kann es Jericho auch nicht wirklich durchhalten. Aber Legion misslingt es leider, genau diese Spannung aufzubauen. Gerade in dem Moment, wo der Film eigentlich anfängt, ein bisschen eine Spannung bieten zu können, ein bisschen ein Potenzial aufzubauen, geht er sofort mit der Oma ins Trash, in den vollen Horror-Trash hinein, versucht aber meines Erachtens nach ziemlich krampfhaft da wieder rauszukommen. Ich glaube, der Film verfügt über keine gesunde Selbsteinschätzung. Er glaubt einfach, er ist ein visionäres, großartiges Horrormeisterwerk, was er leider einfach nicht ist. Er hat einen guten visuellen Stil, er hat vereinzelte gute Szenen und es ist ein Film, wo man sagen kann, Videothek, wenn er mal im Fernsehen rennt oder wenn man einmal vielleicht bei einem Videoabend vorgesetzt kriegt, hätte ich vielleicht nicht schreiend davonrennen wollen. Noch nicht gesehen hätte. Aber es ist einfach nicht der Film, der jetzt wirklich Zeit und Geld unbedingt wert ist. Also ich muss sagen, für mich ist Legion ein Kandidat für 4 von 10 Punkte. Ich gebe ihm 4 von 10, eben weil er optisch was hermacht, weil er ein paar Szenen hat, die was am Kasten haben, aber weil er zwischendurch für 100 Minuten Laufzeit einfach mindestens 80 Minuten öde ist. Und zwar wirklich, wirklich ziemlich öde, ziemlich unspannend, nicht fesselnd. Und die paar guten Szenen zwischendurch können das leider einfach nicht wirklich ausreißen. Trotzdem, wer muss, muss. Alle anderen finden bessere Filme, zum Beispiel God's Army oder den Terminator. Playzocker Reviews meldet sich ab. Wir sehen uns dann in Kürze beim nächsten Video wieder. Tschüss.